Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem, ja, mittlerweile 165. Video hier bei YouTube, ne? Ja, heute mit einem neuen Eure-Fragen-Teil. Teil 8 ist das mittlerweile schon. Und da würde ich sagen, quatschen wir, oh, ich muss irgendwas trinken vorne, bevor das hier losgehen kann. Ich habe so trockene Kehle hier schon wieder. Ich habe was Neues gefunden vorne. Das ist jetzt hier keine Schleichwerbung, soll das sein. Das ist Grapefruit Light, ist das. Und das schmeckt wirklich mit Eiswürfeln in Verbindung. Ist das ganz, ganz erfrischend vorne für die heißen Tage. So, also, ich bin jetzt, ist das alles wieder, läuft wieder wie geölt hier. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar hat Randy mir geschrieben, das ist ja mittlerweile schon alter Bekannter, sag ich mal. Huhu Wilhelm, da du dich ja wahrscheinlich mit der Technik nicht so gut auskennst, als alter Mann, habe ich einen kleinen Tipp für dich. Guckst du mal, wie du an einen Popfilter kommst. Popfilter, was ist das denn? Das Teil, wenn du das kaufst, das kostet vielleicht ein 20 oder so. Ich weiß, der Begriff, der wird dir nicht so geläufig sein, aber die Rappers, die haben auch immer so einen. Bei deiner spärlichen Rente würde ich dir empfehlen, das Ding selber zu basteln. Da findest du Anleitung dazu im internationalen Netzwerk. Da du immer sehr begeistert kommentierst, bleibt das nicht aus, dass der Wind aus deinem Mund ins Mikrofon pustet. Besonders bei S-Lauten zischt das dann richtig. Abhilfe verschafft das kleine Ding jetzt vom Mikro. Reingehauen, bleib sauber und iss jeden Tag deine Vitamine. Ja, Randy, das Lustige ist ja, ich hab ja so Geräte vor. Also was hier für den Otto-Normalverbraucher gedacht ist, scheint hier ja für meinen Kommentierstil hier nicht ausreichend zu sein. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie das Mikrofon, ob ich da zu laut reinspreche. Man weiß es nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Freunde, ich finde das ja immer ganz niedlich auch, dass ihr mir immer so Tipps gebt. Ja, um mich natürlich auch zu verbessern. Weil so ein Stillstand, sag ich immer, das ist das Allerschlimmste. Wenn man sich wie so eine kleine Schnecke nicht mehr von der Stelle kommt. Also, da, ich sag mal, konstruktiv muss das natürlich immer sein, das ist klar. Also, manchmal sitze ich hier auch kopfschüttelnd vor meinem Monitor, wenn ich mir so die Kommentare durchlese. Letztens habe ich hier wieder was gehabt, da bin ich hier kopfschüttelnd, saß ich hier. Von wegen, da stand irgendwas, geh doch sterben, du alter Sack und sowas. Also, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also, da hat die Supernanny auf jeden Fall noch ein bisschen Heidenarbeit vor sich, kann man sagen. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und zwar, Kehlkopfkai fragt, kannst du am Ende deines nächsten Videos den Mert grüßen? Einfach nur Mert, das ist ein sehr, sehr großer Fan. Nett wäre, wenn du einfach sagen könntest, liebe Grüße von Michael, in Klammern Mikkel gesprochen, an den Mert. Ja, Michael, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also ganz, ganz herzliche Grüße an den Mert. Ne, das mache ich natürlich immer gerne. Das müsst ihr mir nur schreiben vorne. Wenn ich irgendwie mal wen grüßen soll, schreibt mir das in die Kommentare rein vorne. Das mache ich dann natürlich. Und wie gesagt, auch so ein kleines Grußvideo von mir an euch. Das ist eine Selbstverständlichkeit, muss das einfach sein. Da hat man auch, wie gesagt, den Kontakt mit den Abonnenten. Ich kann natürlich nicht alles immer so in schriftlicher Form beantworten. Das ist ja mit meinem Getippe. Ich bin da nicht so schnell, Freunde. Ich habe da auch vor Ewigkeiten, das kann ich euch mal erzählen, ein 10-Finger-Schreibsystem, ein Tippsystem da mitgemacht. 10-Finger-Schreiben. Ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt, Freunde. Und ja, ich bin da ein paar Mal hingewesen und bin ich da nicht mit warm geworden. Ne? Also ich, bei mir dauert das alles ein bisschen länger. Wenn ich das eintippe, das dauert ewig an bei mir. Ne? Also das, ich mache das lieber dann hier über Mikrofon, dass ich euch dann Antwort im Video gebe. So, dann würde ich sagen, direkt hier die nächste Frage. Und zwar, Varodate fragt, hey Wilhelm, eine Frage, kennst du Lars UNLTD? Lars UNLTD, das sagt mir jetzt nichts. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich weiß das nicht. So einen Lars kenne ich gar nicht. So, Freunde, und wir kommen zur letzten Frage, die wahrscheinlich eher was für Dr. Kramer jetzt gewesen wäre. Aber ich weiß noch nicht, wann der Oma das nächste Mal Zeit hat. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, das nimmst du hier noch mit rein. Das ist jetzt anonym. Hallo Wilhelm, das ist vielleicht kein Thema, wo du dich jetzt mit auskennst. Aber ich, nachdem ich länger darüber nachgedacht habe, wollte ich einen Versuch starten und anonym um Rat bitten. Ich habe nämlich ein Drogenproblem, denke ich. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das, als ich angefangen habe, Gras zu rauchen und habe seitdem eigentlich jeden Tag bis heute geraucht. Ich habe das für nicht schädlich gehalten und das war so normal, wie ein Bier trinken am Abend. Irgendwann habe ich dann selber Gras gekauft und mir das eingeteilt. Vom Jahr ungefähr hat mir ein Päckchen im Monat gereicht, um täglich zu rauchen. Heute sind das 4 Tage. Irgendwann habe ich selber gemerkt, dass ich zu viel konsumiere und habe ein paar Mal versucht aufzuhören. Bin aber immer daran gescheitert. Das ist auch kein Scherz. Ich will wirklich damit aufhören. Vielleicht hast du ja auch einen Rat, die Drogen hinter mir zu lassen.
Ja, was kann man sagen? Was ich als erstes, ich habe da selber, wie gesagt, keine Erfahrung mit, aber was ich jetzt denken würde, was der allererste Schritt ist, muss gucken, was du für ein Umfeld hast. Sind das Leute, die auch das Gras rauchen? Dann versuch auf jeden Fall, dich da ein bisschen von distanzieren von den Leuten. Und ja, da ist natürlich ein Wille muss ja da sein. Der erste wichtige Schritt, den du jetzt schon gemacht hast, ist ja, dass du mir geschrieben hast. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt, ist das. Also das ist eigentlich der wichtigste Schritt von allen, dass man das selber einsieht. Und dann hast du auch genau richtig erkannt. Gras, das ist eine Einsteigerdroge. Später ist man dann mit Koks und mit wer weiß was noch am Gange da. Ne? Und dann wird es nämlich gefährlich. Viele sagen ja immer, Gras, das ist harmlos. Da kannst du besser mal ein Tütchen Gras rauchen, als wenn du dann Bier trinkst. Ne? Aber das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Also am besten gar nicht. Das ist wirklich schon richtig, wie du das erkannt hast. Also ich würde erstmal versuchen, viele sagen wahrscheinlich auch, das musst du dir einteilen, dass du dann immer ein bisschen weniger von rauchst. Aber was ich immer gemerkt habe, ich habe ja auch geraucht mal, Freunde. Und da kann ich auch gerne, wenn euch das interessiert, kann ich euch da auch mal ein Video zu machen. Also normal Zigarette geraucht, also jetzt nicht Gras. Und da haben viele gesagt, Wilhelm, dann reduzier das erstmal. Rausch dir erstmal statt 10, rauchst du nur 5. Ja, und das hat alles nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, Freunde, das ist wirklich komplett auf, Freunde. Von einem auf den anderen Tag. Und ja, also ich denke, du wirst das ganz schnell merken, wenn du das absetzt, das Zeug, dass du da auch gut ohne klarkommst. Und wie schön das Leben ist, wenn man das nüchtern betrachten kann. Weil ist ja total viel, was da, ja, was einem da dargestellt wird. Fälschlich. Ich weiß ja nun nicht, wie man sich fühlt auf so Gras, ne? Aber ich denke, das ist. Ich fand das immer nüchtern, das Leben am schönsten. Also ich bin auch nicht mit Alkohol. Habe ich auch nicht viel mit bei gehabt. Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Tipp wäre, um von dem Teufelszeug loszukommen. Da würde mich auch mal wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Also ich würde sagen, komplett aufhören. Und wenn du wirklich mit Leuten unterwegs bist, dann sag das ganz ehrlich, pass auf, ich will das nicht mehr. Ich mag euch gerne als Freunde haben, aber ich will das mit dem Gras nicht mehr. Also und wenn die das nicht verstehen, dann sind das keine Freunde. Also das wäre, denke ich, der allererste Schritt, um da ein bisschen von loszukommen. Und ja, man schafft das alles. Das ist wirklich, das ist auch alles Routine gewesen. Auch beim Rauchen auch. Ne? Das sind so ein paar. Am Anfang war das so, dass die ganz viele Situationen, die jetzt damit verbunden sind, bei dir ist das wahrscheinlich, dass du dir schön Musik anmachst und dann so eine Tüte raus, ne? Das muss, ja, wie gesagt, vorne schreibt, ich will da auch nichts Verkehrtes sagen, aber wie gesagt, knallhart aufhören ist immer das Beste. Und ja, das ist deine Gesundheit und wir haben nur den einen Körper, wir haben nur den einen und wenn wir den kaputt machen, dann ist da nichts mehr heile zu machen. Und Einsteigerdroge, hin oder her, das ist so. Deswegen würde ich sagen, lass das Zeug weg und freu dich neutral an dem Nüchtern, an der Welt. Das ist alles so toll. Und wenn man das nüchtern erleben kann, ist das noch toller. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam wieder zum Ende, Freunde. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns froh und nüchtern beim nächsten Video wieder. Bis dahin, vergesst nie, zum Zocken ist mal nicht so alt. Euer Wilhelm.